Herzlich willkommen zum dritten Teil der Dokumentation meines Aufenthaltes auf den Philippinen. Wir befinden uns am Strand der Tauchbasis in Dawin. Hier bin ich ausgesprochen gerne gewesen, in der Tauchbasis selbst, obwohl sie nicht sehr luxuriös ist, aber gut zum Aufenthalt hier. Unser Zimmer lag nur 30 Meter vom Strand entfernt, wie wir hier sehen. Es war also gar kein Problem, schnell mal ins Wasser zu springen. Die Wassertemperaturen waren ausgesprochen angenehm und gleichbleibend. Man konnte stundenlang im Wasser bleiben. Die See ist, wie wir hier sehen, in den Philippinen zumeist wenig bewegt. Es fehlt die Möglichkeit, wie im Atlantik oder im Pazifik, für die Dünung sich aufzubauen. Hier wird die Mylicate, eine klassische philippinische Banca mit Bambusauslegern, vorbereitet für einen Tauchausflug nach Apo Island. Apo Island ist eines der schönsten Tauchreviere und eines der bekanntesten. In den Inseln baut sich also kaum Seegang auf, die Inseln schirmen sich gegenseitig ab, was das Wetter und auch was den Seegang anbelangt. Die Temperaturen liegen hier das ganze Jahr herum bei angenehmen 30 Grad. Außerhalb der Taifunsaison gibt es kaum Niederschläge, wie hier seit meiner Ankunft die ersten 3 Monate es praktisch nur hier und da mal ein paar Tropfen Regen gab. Die Temperaturen... Good morning, dear. Pardon? No, it's in the drawer. Beside my bed. Doesn't matter. I don't think anybody will go in there. How are you, dear? Ah, you like these? I think they are nice. You like the place? Good. Die Temperaturen sind gut zu ertragen. 30 Grad ist an sich schon mächtig warm, aber dadurch, dass hier immer eine leichte Seebrise herrscht, ist der Aufenthalt hier äußerst angenehm. Man benötigt keine Klimaanlage, wie das in Manila in unserem Apartment permanent der Fall ist. Da staut sich die Hitze. Die klassische philippinische Banca in der hier gezeigten Größe ist eines der wichtigsten Verkehrsmittel zwischen den Inseln. Es gibt die kleinen Bambus-Auslegerboote allerdings auch für den Paddelbetrieb. Die normale Banca, die hier zu sehen ist, wird zumeist von einem amerikanischen V8-Motor angetrieben. Die Tauchbasis hat einen eigenen Swimmingpool, wie wir hier gerade gesehen haben. Der ist gut 2,50 Meter tief, sodass hier auch Taucheinweisungen stattfinden können. Hier spielen kleine Kinder an dem Pool, die just gerade kriechen können. Niemand ist hier deswegen besonders besorgt. Das ist in den Philippinen üblich. Hier sehen wir unseren Montero. Er gilt hier auf den Philippinen als automobile Oberklasse. Ich habe in Manila noch 4 Porsche Cayenne gesehen, aber das war es dann auch schon. Sportwagen werden praktisch überhaupt nicht gefahren und kaum Limousinen. Nachdem ich in dem zweiten Teil eine Bambusbrücke gezeigt habe im Hotel in Bagongkolot, die sicher war, sehen wir hier die unsichere Version, baufällig und brüchig. Eine echte Herausforderung für Sealeg-Träger, wie wir sehen, und auch die Haltestangen sind alles andere als zuverlässig und nur bedingt hilfreich. Hier habe ich in 2003 ausgesprochen
schöne Feste mit der Weltumseglergemeinde gefeiert. Man saß hier abends zusammen, aß und tauschte Geschichten aus. Inzwischen ist my old friend Nikki von seiner Frau getrennt und nach Mindanao zurückgekehrt. Seitdem verfällt das Ding. Wir sehen, dass die Ankerbucht von Tambobo Bay ausgesprochen ruhig und geschützt ist. Die Boote liegen hier sicher, auch wenn es auf See wirklich mal ausnahmsweise richtig kachelt. Hier kommt davon kaum was an. Die Bucht ist vielleicht 500 Meter vom Wasser, vom offenen Meer entfernt und von daher auch sehr leicht zu erreichen. Ein idealer Ankerplatz, um zu bleiben. Deswegen trifft sich hier die Weltumseglergemeinde, die Yachtis. Unabhängig davon, dass Niani, das Restaurant hier, verfallen ist, trifft man sich aber dennoch regelmäßig abends und isst gemeinsam und macht hier und da auch Party. Ich habe mich hier sofort wieder wohlgefühlt. Nach der Rückkehr von Tambobo Bay genieße ich wieder den Blick aufs Meer, von dem ich kaum genug bekommen kann. Wie man sieht, liegt die Banka mit den Bambusauslegern ruhig im Wasser und rollt kaum. Hier sind nochmal ein paar der abenteuerlichen Straßenszenen zu sehen. Der LKW links wird, wie wir sehen, auch als Transporter für größere Menschenmengen benutzt. Nachdem im zweiten Video bereits zu sehen war, dass in einem dieser Trikes, das uns gerade entgegenkommt, auch mal 8 Leute sitzen, kann man sich vorstellen, dass auf solchem LKW mitunter auch mal 20, 30 Leute sitzen. In den Videos waren bisher nur Verkehrsszenen, hier wieder so ein Massentransport, waren bisher nur Verkehrsszenen im Tageslicht zu sehen. In der Nacht ist das wirklich wild, weil viele der Fahrzeuge und die Fußgänger sowieso dunkel gekleidet und unbeleuchtet unterwegs sind. Das ist im Regen in der Nacht die reine Katastrophe. Zumal die Straßenbeläge hier im Gegensatz zu den Deutschen auch nicht reflektierend sind. Die schlucken das Licht, das Scheinwerferlicht. Hier sehen wir eine normale Verbindungsstraße zwischen den abgelegeneren Ortschaften. Die sehe ich allerdings in erschreckend gutem Zustand, keine großen Löcher. In dieser Anlage hatten wir erwogen, ein Haus anzumieten, haben das dann aber letztendlich doch nicht getan, unter anderem deshalb, weil mir der Strand doch nicht so gut gefiel. Im Hintergrund sehen wir das berühmte Tauchrevier Apo Island. Hier sehen wir einen Ausschnitt wieder des philippinischen Verkehrswesens. Die Leute kommen in die Malls, auch natürlich mit ihren Mopeds. Die Mopeds geben sie dann bei einem Rangeur ab, der das Fahrzeug ordnungsgemäß und ordentlich einparkt und dann ein paar Pesos bekommt.